Jetzt wird's richtig gut. Jetzt wird's richtig, richtig gut. Ich freue mich da schon drauf. Ah, ich muss mal ganz kurz da nochmal raustappen. Dust Storm approaching. Okay, Dust Storm haben wir jetzt. Alles klar. Wir warten mal ganz kurz, bis das alles läuft. Juli, grüß dich. Hi. Na, alles gut? So, ganz kurzer Check-up, meine Lieben. Wir machen jetzt gerade mal einen ganz kurzen Check-up. Wir haben 18-Stunden-Warnung aufgrund von einem Sensorturm. Staubsturm in 14 Stunden. Okay, das ist ein Ding. Puh. Das ist ein Ding. Wir machen jetzt mal langsam einen Vorlauf. Wir haben hier eine ziemlich lange Schlauchkonstruktion. Wenn da irgendwas auf dem Weg passiert, haben wir halt ein Problem, ne? Dann sind wir abgeschnitten von allem. Wir produzieren mittlerweile mit unserem Saatgut hier erste grüne Stellen. Hier sind aber auch noch längst nicht alle eingezeichnet. Und wir haben auch nicht mehr viel Saatgut übrig. Das müssen wir uns beschaffen. 0,03% Vegetation ist auf dem Mars zu finden. Aber es scheint sich wohl hier ein bisschen auch auszubreiten, diese Vegetation, so wie das aussieht. Flubbert das hier auch ein bisschen auf die Seite raus. Gehört das da? Das gehört schon dazu irgendwie. Ah, wir werden sehen. Wir wollen ja natürlich irgendwann nochmal, statt diesen komischen Flechten, wollen wir natürlich auch irgendwann mal Gras säen. Aber dazu braucht man natürlich ein bisschen Wasser. Und vor allen Dingen Temperatur. Und Temperatur ist so ein Ding. Dafür brauchen wir definitiv irgendwann so eine Treibhausgasfabrik. Und es sind so alles so Sachen, die dann noch später auf uns zukommen werden. Ich glaube, wenn du mehr Sensortürme aufstellst, dass du noch früher gewarnt wirst. Bin mir mal nicht sicher. Klingt aber für mich aber logisch. Luca, ja, mit Sicherheit. Du kriegst ja wohl irgendwie dann mehr, weil es steht ja nicht ohne Grund ein Sensorturm dort. Wenn du 5 hast, ist es wahrscheinlich noch akkurater. So, Auto-Exploring lassen wir noch off. Was macht unser Bulldozer hier gerade? Der bulldozt sich hier die Rampe hoch. Aber der hat noch wahnsinnig viel vor. Also das ist, dass bis das gebaut ist, das zieht sich wahrscheinlich noch 100 Jahre. Aber das darf auch. Ja, das ist mir auch ganz recht, dass der ein bisschen Zeit hat. So, die Dinger sind aus nachts. Wir haben wie viel Wasser? 199. Das ist voll in Ordnung. Ach Menno, jetzt habe ich den Start verpasst. Mysterium, kein Problem. Das ist kein Neuanfang. Nee, dieses Mal nicht. Wir haben beim letzten Mal, die Woche haben wir neu angefangen. Du kannst aber die Folgen spätestens ab dem Wochenende dann auf YouTube alle nochmal nachgucken, wie wir eigentlich begonnen haben, wenn du das möchtest. Und dann kannst du quasi voll rein starten. Wir werden nämlich nächste Woche mit dem Spielstand noch massiv weiterspielen. Ich habe nämlich nächste Woche City Skylines und Surviving Mars Themenwoche. Und werden wir das im Abwechseln spielen. Das wird großartig, das freue ich mich schon sehr drauf. Und dann kommen auch die Let's Plays dazu raus. Das werde ich heute Abend nochmal nach dem Stream dann noch organisieren. Guck mal hier, die haben sogar die Kacheln. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die diese Hitzekacheln hier dran haben. Wird auf jeden Fall großartig für nächste Woche. Freue mich schon sehr drauf. Guck mal, hier fährt er mit dem Tankzeug. Da wird unser Schiff hier betankt. Wir haben hier die Alicato. Ah, okay, da können wir so umbenennen. Mods, könnt ihr mir mal kurz eine Queue starten? Eine Random Queue, wo Leute sich eintragen können. Wisst ihr, wie das geht? Schon, oder? Kriegt er normalerweise Linnitz, war doch beim letzten Mal der Queue-König. Zeige, du brauchst nur einen Weltraumlift. Was? Morpheus, wieso ein Weltraumlift? Ich weiß doch gar nicht, ich habe doch davon noch nie was gehört. Wollen wir mal kurz Forschung-Check nochmal machen? Low-G-Turbinen. Mehr Stromerzeugung ist immer gut. Patente wären auch irgendwie nett. Aber wir können eh nichts machen. Wir könnten höchstens die Forschung pushen, aber mit 2,9 Milliarden habe ich da noch Bauchschmerzen mit. Okay. Weil wir haben heute nämlich richtig Programm. Und deswegen brauchen wir dann auch die Q-Name noch. Ach so, die CO2-Gase von der Erde transferieren. Ja, das wäre mit Sicherheit eine gute Idee, ne? Carbonatprozessoren pro Soll, Verluste an Atmosphäre, Magnetschilde. Das ist halt alles
Total seltsam. Treibhausgasfabriken, Kernwärme, Konvektoren. Große Seen, kleine Seen, riesige Seen von Seen. Okay. Aufforstungsfabriken. Okay. Also das läuft jetzt tatsächlich schon ganz gut. Wir haben auch hier ein bisschen schon diese Flechten am Boden. Es wird jetzt echt schön mittlerweile auf unserem Mars. Und, hier die Sterne über unserem Krater. Es ist großartig. Ah, super. Q ist offen. Ihr könnt mit Ausrufezeichen Join, könnt ihr einsteigen, wenn ihr das möchtet. Morpho ist das Green, Green Planet heißt es, glaube ich. Green Planet DLC ist großartig. Also ich finde das nochmal, bringt nochmal eine ganz, ganz neue Geschichte hier rein. Also, mal gucken. Wir werden das mit der Q nach und nach machen. Wir werden auch unsere Leute nach und nach anhand der Q dann benennen. Das heißt, ihr werdet dann auch immer vielleicht auch irgendwann mal Kolonist hier auf dem Mars sein und so weiter. Also das wird großartig. Ich wünschte mir, hier gäbe es eine Twitch-Integration, wo ihr dann als Arbeiter sozusagen dann auch mit dem Chat auch vielleicht so interagieren könntet. Das wäre großartig. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr werdet so quasi, ihr könnt dann zum Beispiel sagen, okay, go sleep oder solche Geschichten und dann geht halt euer Arbeiter schlafen oder go to work oder go shopping, keine Ahnung, irgendwie sowas. Tsunami, dankeschön für dein Follow, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Darf man auch Rover sein? Klar. Ach, Raumschiff, wäre auch möglich. Ihr könnt auch eure Namensplakette irgendwo anders ranschrauben. Ja, so Twitch-Integrations sind ja grundsätzlich geil. So, Wunschmenge 0 ist unbegrenzt. Das ist halt unser 180 mal... Wir haben 500 Metalle gerade. Das ist halt echt so abartig. Wo ist der gerade hin unterwegs? Hier rüber irgendwo. Ja, hier ist noch ein bisschen Rest sind noch da. Wir haben so viel Zeug gerade an Metall. Das ist so wahnsinnig. So, Strom produzieren wir 29, Sauerstoff nichts, brauchen wir auch nicht. Wasser 1, wir füllen unseren Tank wieder auf. So, wir müssen auch schauen, dass wir beim nächsten Mal auf jeden Fall, wir haben nur noch 5,8 Saatgut und das müssen wir auf jeden Fall gucken, dass das vorangeht, dass wir weiter Saatgut bekommen. Möglicherweise, Thomas, wenn du in der Cube gezogen wirst für die Rakete, dann kannst du auch Rakete werden. Fehlfunktion! Was? Wo? Wo ist die Fehlfunktion? Aus, aus, aus. Wurde abgeschaltet. Ja gut, dann werden die das ja reparieren, denke ich. So, Wasser. Und das produziert jetzt auch gerade kein Wasser. Das läuft nur am Tag. Nachts ist es auch aus. So, hier sind unsere Rover. Die transferieren hier auch gut Zeug. 77 Beton ist jetzt nicht die Wucht, aber geht zumindest für den Augenblick. Auf Maserzone. Ja. Wir brauchen definitiv, also mindestens 15 Tonnen Saatgut möchte ich mitnehmen. Als was spielst du? Also welche Firma? Wir hatten, glaube ich, diese Terraforming-Initiative. Ja, diese Terraforming-Initiative spielen wir. Was ich jetzt irgendwie auch cool fand, weil wir den Terraforming, also den Green Planets DLC, jetzt auch erstmal zum ersten Mal spielen, also. Wow, 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 hier geht gerade alles im Bach runter. Elf Stromrest. Ah, okay, das geht jetzt alles wegen Staubsturm aus und so. Okay, der verbleibende Dauer, ein Sol, 19 Stunden noch. Ja, die Unterbringung, Morpheus, das ist immer so eine Katastrophe. Deswegen hole ich dann auch, vor allem dann erst hast du so wenig Leute und plötzlich hast du so dermaßen viele und dann weißt du gar nicht mehr, wie das geht und dann laufen die auch nur von einer Kuppel zur nächsten und solche Geschichten. Das ist dann gar nicht mehr so einfach. So, können wir den jetzt langsam starten lassen? 40. Leck entdeckt! Ah, da ist die Drohne schon dran. Verlieren nämlich gerade Energie aus unseren gespeicherten Akkumulatoren und so viel haben wir auch nicht.
Okay, jetzt produzieren wir wieder. Gut, das klappt soweit. Okay, also jetzt läuft das Ding gerade an. Tagsüber produzieren wir ein bisschen mehr Wasser. Machen unsere Tanks wieder noch ein bisschen voll, damit wir auf jeden Fall immer genug Wasser haben. Okay, mal ganz kurz schauen. 41, ja, das dauert halt immer ewig, bis die Fabriken hier laufen, ne? Der läuft Tag und Nacht durch, aber wir kommen halt mit dem Treibstoff noch nicht so ganz zu Rande. Okay. Aber ich finde das mit den Flechten halt schon so gut. Das gefällt mir. Okay. Soweit der Plan. Okay, was brauchen wir noch? Wir können ja diese Farmen leider noch nicht bauen, ne? Das ist in Forschung, aber das ist noch nicht fertig. Wenn wir die Farmen bauen können, würde ich auch schon mal anfangen, so die ersten Kuppeln mal in Ziel zu nehmen. So eine Zylinderkuppel, so eine große für den Start, wäre halt irgendwie cool. Ne? Da hast du innen drin, hast du so viele Plätze. Da kannst du, glaube ich, relativ gut was machen. Ich weiß nicht, die Standardkuppeln haben weniger Plätze, glaube ich. Und das sind diese Mikrokuppeln, wären halt cool, zum Beispiel an so eine Zylinderkuppel so zwei Mikrokuppeln noch dran zu bauen. Einfach nur um Farmen reinzustellen. Oder vielleicht zwei Läden zum Shoppen oder solche Geschichten. Also so hydroponische Farmen sozusagen hier in solche kleinen Mikrokuppeln auszulagern. Dann hast du die zwar schon an der Hauptkuppel dran, aber kriegst es trotzdem noch ganz gut hin. Für ein Spire in der Mitte. Okay. Ja, Treibstoff zum Beispiel brauchen wir immer wieder. Das liegt daran, dass wir auch nichts vorrätig haben. Das heißt, wir werden auch ständig Treibstoff erstmal produzieren, weil wir einfach den Bedarf haben. Na, hier liegt immer mal wieder ein Treibstoff rum. So, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller, damit hier auch dieser Staubsturm mal irgendwann endet, weil wir sehen ja auch echt gar nichts, ne? Ist voll die Suppe hier. Sector scanned. Anomaly found. Morpheus, wir haben in Discord, in der Builder Launch, haben wir Möglichkeit, dass du da ein Foto hochladen kannst. So von deinem Spielstand oder sowas. Okay, Sektor ist gescannt. Hier haben wir, genau hier haben wir einen Leck jetzt gerade, aber wir haben so viel Strom, dass es uns noch nicht so dringend trifft. Okay, das können wir ausblenden. Da sind wahrscheinlich sofort welche da. Da sind sie schon, ja, kümmern sich. Ah, oh, Morpheus, alles gut. Alles gut. Wir haben so viel Metall. Okay. Aber wie gesagt, unsere Rakete müsste jetzt startbereit sein. Ist er auch. Können wir die im Staubsturm starten schon, oder? Nein, können wir nicht. Raketen während des Staubsturms. Alles klar. Also die können wir nicht starten. Wir können weder starten noch landen lassen. Das ist natürlich saublöd, wenn du dann irgendwie Leute in der Atmosphäre rumeiern hast. Ich rushe die Menschen immer. Ja, naja, gut. Ich warte eigentlich immer so lang wie möglich, bevor ich mir den ersten Menschen reinhole. Weißt du, weil dann menschelst du zu sehr. Dann kommen die mit ihren Problemen plötzlich an. Das ist ekelhaft. So, was ist das? Funktioniert nicht während Staubstürmen, okay. So. Okay, also tendenziell könnten die starten. In 16 Stunden können sie auch starten. Dann schicken wir sie nämlich fort. Zur Not könnten wir uns auch schon mal jetzt eine neue Rakete holen. Haben wir ja auch noch. Wir können eine Frachtrakete können wir organisieren und da Saatgut reinpacken. So 15 haben wir gesagt. Wollen wir erstmal holen.
Und dann bräuchten wir Dinge. Wir könnten mal so ein bisschen Nahrung immer mitschicken. Polymere. Ist teuer, ne? Bauteile auf jeden Fall. Wie viel geht denn da noch rein? Fertigbauten. Einen Drohnenhub könnten wir mal rein. 19 Kilo. Oh, das ist aber ordentlich Platz noch drin. 200 Millionen. Diese Fertigbaudinger sind halt sau teuer, ne? Noch mehr Saatgut. 1,8 Milliarden. Jeremy, grüß dich. Hi. Immer noch ein bisschen Nahrung mitkommen. Und eine Drohne. Jetzt ist auch teuer. Aber das machen wir. Das kommt. Das kommt! So, dann kommt die eine Rakete, während die andere dann starten darf. Und dann können wir nämlich auch mit dem Bau der ersten Kuppel beginnen, weil dann reicht es von den Polymeren dann auch wieder aus. 1,7 Milliarden noch eher Vorrat. Das ist okay. Wie gesagt, der Plan wäre natürlich auch zu gucken, dass wir an solche Edelsteinvorkommen rankommen. Also hier wäre auch ein günstiger Startpunkt für unsere erste Kuppel. Da hätten wir vielleicht auch hier noch mehr Platz zum Erweitern. Hier könnte man dann irgendwie noch den Beton aus dem Boden holen. Mal kurz gefragt, habe ich die Möglichkeit, wir könnten hier einen Drohnenhub herbauen. Das müssten wir so oder so mal irgendwann. Den bauen wir auch hierher. Den bauen wir auch hierher. Denkt doch jetzt hier dran, oder? Ja. Den bauen wir so. Haben wir jetzt hier einen Drohnenhub? Da können wir auch wieder Lagerflächen aufbauen. Zumindest ein Universallager brauchen wir auf jeden Fall hier. Und dann könnten wir hier auch mal versuchen, nochmal ein bisschen den Extraktor hier, den Betonextraktor auszubauen. Dann könnte man das nämlich auf jeden Fall hier rausholen, das Zeug. Bevor wir da Kuppeln hinstellen. Brauchen wir bloß noch ein anderes Lager hier, und zwar eine Mülldeponie. Damit wir das Zeug hier auch weglagern können. Und dann hätten wir hier eine eigene Produktion nochmal. Dann könnten wir mehr Beton auf Halde. Humpty Dumpty, grüß dich. Hi, einen wunderschönen. Na, ist gut. So, 11 Stunden. Dann ist hier dieser Staubgedöns endlich vorbei. Wir werden auch hier nochmal ganz kurz ein bisschen in die Energieproduktion gehen. Also, einmal Energiespeicher. Und einmal ein Windrad. Und einmal ein Solarkollektor, ein großer. Einfach nur, um noch ein bisschen Energie weglagern zu können von hier hinten. Dann werden wir hier auch auf jeden Fall einen Stromschalter reinbauen, um das abkapseln zu können für den Fall der Fälle. Gleiches werden wir hier auch noch machen. Ein Stromschalter hier rein ist nie verkehrt. Einfach aus Sicherheitsgründen. So, da kommen die ganzen Drohnen. So, 4 Stunden, dann ist der Staubsturm rum. Es lichtet sich auch ein bisschen gerade. Es lichtet sich so ein bisschen. Zack, hier wird ausgeladen. Bam, 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 bam. Alter Schwede, schau dir das an. Und weg ist er. Genau, lassen wir den das abholen. So, den lassen wir starten. Ab dafür! Mach's gut, Rakete! Voll gut! So, der andere ist bei 74%. Also auch das klappt dann ganz cool. Da haben wir das auch. Und dann können wir hier schon mal anfangen, so eine erste Kuppel zu errichten.
Standardkuppel vielleicht. Die braucht halt auch Wasser, ne? Wasser produzieren wir jetzt momentan, leiten wir das noch nicht so weit. Aber wir produzieren ja tendenziell auch hier oben schon das erste Wasser. Dann könnten wir uns halt auch einen zweiten Wasservorrat erschließen. Das wäre halt auch gut, ne? So. Könnte man den halt, wie gesagt, so langsam, aber sicher könnte man hier schauen, dass wir anschließen. Und dann brauchen wir halt hier das Wasser. Das können wir bringen ja auch wieder neue Drohnen-Hub zu. Dann könnte man schauen, ob wir vielleicht es schaffen, bis da hochzukommen. Oder aber bis da. Wie viel liegt da drin? 13.000? 5.000. Dann gehen wir lieber nochmal mit einem Werk hier hoch und holen uns das Wasser für die Versorgung hier ab. So. Drohnen sind überlastet. Ja, okay. Da können dann die neue Drohne dann auch hierher kommen, die wir jetzt gleich runterholen werden vom Orbit. So, mal ganz kurz geguckt. Wie schaut es hier oben aus? Ja, da haben wir halt noch gar nicht so viel, ne? Also das ist halt ein Mega-Bauprojekt, das noch 150 Jahre dauert. Abbau von Gesteinsabfällen, 12% haben wir jetzt erst geschafft. Das ist halt noch eine Mega-Mörder-Geschichte, die wir haben. So, hier müssen 20 Metalle rein, 80 Beton müssen da rein. Das ist gut, dass wir da unten jetzt ein Werk haben. Und hier Polymere 10, das ist noch relativ überschaubar. So, wie viel Sprit haben wir denn eigentlich gelagert? Wo ist der Sprit? Da. 21 Treibstoff haben wir. Sector scanned. Resources are low. Ja, und jetzt haben wir halt nur noch 8 Polymere. Das müssen wir halt auch unbedingt gucken, dass wir hier so ein Polymerfabriken oder sowas ranbauen. Aber das kriegen wir schon mit locker. Morpheus, einfach in internen Community-Bereich und da in Smalltalk kannst du einfach reinschreiben. Drohnen sind immer noch überlastet. Auch die Drohnen jetzt. Naja, gut, das ist klar. Da kommt die Rakete. So, wo ist die Drohne hier? Drohnenlast hoch, das denke ich mir. Der darf hier mit anfangen. Das ist ein neuer Job. Warte auf Betanken, das ist gut. Du kannst die Drohnenhubs doch viel effizienter bauen. Du musst nicht an den Rand eines anderen Hubs. Die müssen immer nur ein, zwei Kacheln schneiden. Echt? Ja, aber dann, dann kommt der doch gar nicht zu den Ressourcen ran, oder? Oder muss ich dann die Depots dann in diesen Schnittfläche dann bauen? Genau, das mit dem Reparieren ist das nächste Ding. Die haben halt dann alle noch Zugriff aufeinander. Das heißt, ich brauche hier, jeder Drohnenhub kann quasi einen anderen Drohnenhub noch reparieren, organisieren, versorgen möglicherweise auch noch. Also ich fand das eigentlich immer so vom Aufbau her ganz angenehm. So. Und kein Wunder, dass bei mir nichts geht. So. Komfortboost kriegen wir hier auch noch. Gut. Ja gut, die sind jetzt alle völlig überlastet mit dem Drohnenkuppelbau hier. Automatisch speichern ist immer gut. So, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, hier den Drohnenhub noch zu bauen. Oh nein, echt jetzt? Können wir da hoch überhaupt? Oder brauche ich da auch eine Rampe für? Warte mal ganz kurz. Das könnte ich mal ganz kurz schauen, ob wir hier eine Rampe bauen können. Das können doch diese Drohnen auch machen, oder?
Die müssen doch da auch rankommen. Das müsste super schnell gehen und dann haben wir hier eine voll geile Rampe. Deka, du musst, glaube ich, einfach nur aktualisieren. Mal den komplett den Browser zumachen und neu aufmachen und dann kommt eine Benachrichtigung, wo du dann auf Jetzt teilen klicken kannst. So. Okay, hier produzieren wir schon ganz schön mächtig. Okay. So cool auch mit dem Ding hier. Hey! Na? Tim und Simon, grüßt euch. Shuttle Hubs? Nein, Thomas, noch nicht. Noch lange nicht. Noch lange nicht, aber das wäre sehr, sehr geil. Was, wie fit bist du nach den 5 Stunden? Mega, läuft alles. Easy, quasi. Ich bin voll unter Energy.